So, da sind wir wieder bei Let's Play Lego Intel 2. Ich habe euch einen Ladebildschirm erspart, weil eigentlich wäre ich ja noch in dem Hauptlager. Aber dann gehe ich 2 Sekunden und bin sofort in diesem auf diesem Dino und es kommt ein Ladebildschirm. Aber es kommt dennoch ein, jetzt gleich ein Ladebildschirm wieder, weil ich dachte, weil dieses Portal hier, das finde ich immer nicht. Ich bin sonst immer hier rumgeflogen. Bis schon so, bis ich irgendwann mal dieses Ding wiedergefunden habe. Also, das fand ich damals immer richtig schwierig zu finden, aber naja, ist demnach jetzt so, also krieg ich auch nicht rein. Ach, und jetzt gibt's ja 3 neue Gebäude. Mal sehen, welche das sein werden. Bis jetzt könnt ihr ja noch eure Vermutungen äußern und gucken, ob ihr recht hattet. Weil ich weiß es selber nicht mehr. Außer ein Gebäude. Aber das spoilere ich jetzt ja nicht. Weil das Gebäude ist jetzt wichtig für... Oh ne, jetzt müssten jetzt alle Gebäude wieder da sein. Oh, jetzt habe ich zu viel gespoilert. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein, sind es glaube ich nicht. Man muss glaube ich noch ein paar sammeln. Auf der normalen Lego-Insel. Warum tauchen überhaupt wieder auf der normalen Lego-Insel Seiten auf? Hat die jemand ausgegraben und gefunden und wie müssen die noch einsammeln? Oder wie kommen die dahin? Ja, das ist hier die Frage. Und warum sind immer wieder neue Steinbotter da? Wenn wir weg sind? Ja, das ist eine interessante Frage. Die ich euch auch nicht beantworten kann. Auf jeden Fall geht's dann bald auf zum... zur letzten Insel in Häkchen. Ihr werdet sehen, was es ist, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Oh je. Gott, diese Pizza-TD, ich kann die nicht mehr sehen. Ich wette, ihr könnt die schon aus dem Kopf zeichnen. Wie die Pizza aussieht. Also 1:1. Genau das, wie es aussieht. 1:1 könnt ihr schon abzeichnen, ohne dass ihr das Video gucken müsst. 100 Pro. So oft wie ihr diesen Ladebildschirm schon gesehen habt und wie lange. Am Ende schickt mir das doch. Am Ende schickt mir das noch wer ein, so ein Bild da, wie er das gezeichnet hat. Ich sehe schon kommen. Und war irgendeine von euren Vermutungen richtig? Erstmal, man muss mit diesem Dino auf dem Landeplatz landen, das ist das Geilste. Ach, die erscheinen einfach. Okay, das Rätsel wäre gelöst. Der tanzt gleich wieder mit. Also Klavierspielen musst du noch lernen. Hallo. Nein! Steinbrecher! Du Verbrecher! Du Steinbrecher, du! Huch? Was? Wie? Ich meine, wo? Was zum... Du sagst es, Pepper, genau! Ich glaube, da kommt irgendwas. Hallo! Hier kommt der große, böse Wolf! Oh je, Mama! Papa!
Papa und ich natürlich. Mama und Papa sind jetzt meine persönlichen Leibköche. Jetzt kann ich auf der Ogelinsel Pizza essen, wann's mir passt. Meins, meins, alles meins. Ich krieg immer noch Geld von dir für die letzte Pizza. Haltet durch, Mama und Papa. Wir kommen euch zu Hilfe. Ich peppe immer nur um das Geld geht, hauptsächlich. Wir haben einen Plan. Du gehst jetzt zur Radiostation und besorgst dein Radio. Ich glaube, wir können sie mit Musik bekämpfen. Denen werden wir die Flötentöne schon beibringen. Hast du Töne? Guter Plan. Das Interessante hierbei ist ja, die wissen doch nicht mal, dass die neuen Steinbotter immun dagegen sind, aber haben schon einen Plan, wie man sie besiegen kann. Na? Ah ja, es backt manchmal rum. Aber erstmal muss ich die ganzen Seiten einsammeln. Die sind immun. Ah! ja, das wurde uns ja schon gespoilert. Vom Spiel selbst. Das ist genial. Echt cool, wenn ich das mal so sagen darf. So, fehlen noch 3 Seiten. Und diesmal suche ich nicht einen ganzen Part nach einem Steinbotter wie in meinem anderen, in meinem Playthrough da. Obwohl, ich will nicht versprechen, ich ahne, dass irgendwie sowas passieren wird. Hier rück ich nicht mehr raus. Und Frau Post hat ihr Haus wieder. Fehlen noch 2 Seiten. Da hinten ist einer. Da ist ein gelber Steinbotter. Ach, fahren wir einfach mal mit dem Auto. Obwohl, ich laufe schneller. Ach. Ich bin schneller als ein Auto fahren kann, ja. Denn ich bin Pepper. Ach, die Seite ist noch weiter hinten. Oh. Nicht über die Schienen laufen. Hallo Ingenieur, wir brauchen dich auf dem Bau. Und das Space-Dings ist auch wieder da. Und wie ihr gesehen habt, ist da jetzt auch ein Gleiter, den man fliegen kann. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht weiß, wo die letzte Seite. Okay, hat sich erledigt. Und die Radiostation ist auch wieder da. Okay, auf zur Radiostation. Beeil dich, Pepper. Du musst zuerst die Radiostation erreichen, sonst kannst du diese neuen Steinbotter nicht aufhalten. Ja, ich war doch auf dem Weg, ey. Du brauchst mir das nicht nochmal sagen. Pepper, mein Gutester, was los? Wir brauchen ein Radio-DJ. Wir stehen auf dem Dach? Auf jeden Fall brauchen wir ein Radio. Verstehe, kein Problem. Jetzt lassen wir die Steinbotter tanzen. Ja, wir stehen auf dem Dach und reden mit dem Typen da unten. Und der hat uns trotzdem gesehen, ja. Das ist. Das dauert aber ewig lange. Es dauert ewig, bis so ein Steinbotter besiegt ist. Jetzt. So, mal gucken, wo haben wir denn? Die farbigen sind die wichtigsten. Oh Gott. Wenn er erstmal sich beschleunigen würde, dann wäre es viel besser. Ah, los. Mach hin. Ach, den Skatepark habe ich euch als einziges Spiel jetzt nicht gezeigt, weil. Werde ich euch auch nicht zeigen. Weil es dauert erstmal lange, bis es geladen hat. Und wenn man wieder rauskommt, muss es auch wieder ewig laden. Und das lohnt sich einfach nicht. Da kann man einfach nur viele Punkte durch Skaten in der Halfpipe kriegen und verschiedene Tricks machen.
wenn jemand irgendwie alle Tricks wissen möchte, ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Seite. Auch wenn ich die immer alle selber hervor herausgefunden habe. Aber ich dachte, es gibt noch einen mehr. Und deswegen habe ich einfach mal im Internet gesucht und da standen aber auch genau die gleichen. Und wenn jemand genau wissen will, was man im Skatepark machen kann, soll er meinen Playthrough gucken. Da habe ich alle Tricks gezeigt und alles. Aber ohne Anleitung, wie die Tricks gehen. Los. Geh kaputt. So, die farbigen werden viel wichtiger. Da ist der gelbe. Den kriegen wir down. Denz dir einen ab. Und da sind rot und grün. Ja, perfekt. Und sie tanzen sogar synchron. Ja, das können die schon. Ich habe nur einen eingesammelt. So. Und der blaue müsste jetzt hier hinter sein. Ja. Den sieht man hier gerade so schlecht, aber er ist da. Und den habe ich letztes Mal ewig lang gesucht. Mein Playthrough. Da seht ihr auch den Kopf. Daher weiß ich, dass er da ist. Und nur? Infomaniac, melde dich. Ich hab sie besiegt. Laufen wir durch die Weltgeschichte. Oder wir laufen einfach mal zum Infocenter. Ah, da steht er nicht rum. Wo ist er denn dann? Steht er immer noch auf der Brücke? Aber auf welcher? Da. Nein, das wollte ich auch nicht. Ach Gottchen, das sind jetzt so viele Hüte. Bis er wieder seinen richtigen hat. Bei jeder Hut, den ich, auch die aus der Adventure-Insel und so, kann er jetzt wieder haben. Also die ganzen Ritterhüte kommen auch noch. Aber mir möchte ich ihm nur seinen richtigen Hut wiedergeben. Oh. Was auch immer Pepper da immer macht. Also es gibt einen Haufen Hüte, wie ihr seht. Da. Wie spreche ich denn? Hey Pepper, was machen die Abenteuer? Der sagt mir nicht mal was. Und du? Ich weiß zwar, was zu tun ist, aber ich möchte eine Information haben darüber. Na okay, wenn er nicht möchte, dann laufe ich eben zum Spaceport. Aber eigentlich kriegt man doch die Information. Naja. Hey, da ist noch ein Scheinbruder, den besiege ich noch. Der war eben mit seinem Arsch. Ah, nicht hingucken.
Das will keiner sehen. Ba 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 da 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 da. Gut, bevor wir zum Spaceport gehen, speichere ich hier. Okay, und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones.